Die Entwickler haben mit dem letzten The Sims 4 Update an den Apartments herumgeschraubt. Eine Sache ist hier aber schlimmer geworden, als es eigentlich vorher war. Die Entwickler für The Sims 4 haben es wieder geschafft. Mit dem letzten Basisspiel-Update ist ein ziemlich spannendes Feature ins Spiel gekommen. Aber dafür hat sich halt ein anderer, lustiger Fehler ins Spiel geschlichen. Ganz konkret hängt es mit den Apartments, die wir bereits im Spiel hatten, zusammen. Also nicht die mit der neuen zu vermieten Erweiterung. Und zwar konnten wir hier ja schon immer den Innenbereich so gestalten, wie wir wollten. Aber der Außenbereich, also die Wände hier, konnten bis jetzt noch nicht angepasst werden. Das ist seit dem letzten Basisspiel-Update ein bisschen anders. Wir können nämlich jetzt die Fenster in unserer Wohneinheit verschieben und abändern. Wenn die Fenster also zum Beispiel nicht dazu passen, wie ihr den Raum gestalten wollt, habt ihr jetzt die Möglichkeit, hier noch weitere Fenster hinzuzufügen oder auch welche zu entfernen. Auch zum Beispiel Wanddeko kann hier hinzugefügt werden, zwar nicht jede, aber zumindest ist es möglich, hier ein bisschen gestalterisch noch kreativer zu werden. Das ist aber dann nicht die einzige Neuerung, die mit den Apartments ins Spiel gekommen ist. Etwas merkwürdig ist nämlich, dass wir jetzt auch die Möglichkeit haben, Treppen zu platzieren, die ja in diesem Kontext eigentlich gar nicht gebraucht werden. Ja, jetzt haben wir hier die Möglichkeit, von unserer Wohnung theoretisch ganz nach unten zu marschieren. Jetzt könnte man theoretisch hier sogar noch eine Tür platzieren. Die Sims wollen die Treppe allerdings nicht wirklich benutzen. Es ist auch ganz bestimmt ein Fehler, dass das jetzt möglich ist. Das ist aber noch nicht alles. Es wird noch viel bescheuerter. Und zwar können wir die Treppen nicht nur so platzieren, wie ihr es hier seht, sondern wir können ebenfalls auch eine Treppe nach oben platzieren und damit in den oberen Stock gelangen, der bis jetzt eigentlich noch nicht betretbar war. Wenn euch der Platz also unten nicht reicht, könnt ihr jetzt hier in diesem bisschen kaputten oberen Apartment auch alles neu einrichten, hier eine kleine Küchenzeile hinzufügen. Wände lassen sich hier oben zwar nicht platzieren, aber wie gesagt Objekte und die Sims haben dann ebenfalls die Möglichkeit, die Treppe zu benutzen und so nach oben zu gelangen. Ich wollte schon immer mal Brotstangen im zweiten verbotenen Stock zubereiten. Da haben die Entwickler also bei der Umsetzung, dass man die Fenster jetzt bearbeiten kann, ein bisschen geschlammt. In Nachhaltig Leben gibt es ja auch Apartments und hier ist es auch ein bisschen merkwürdig. Wir können nur an manchen Stellen die neuen Fenster platzieren, also hier ist eine Wand. Hier funktioniert es nicht, aber hier ist es dann möglich, welche zu platzieren. Auf der Seite ist es ebenfalls möglich, hier auch. Auf der Seite ist es jetzt leider ebenfalls nicht möglich. War es bisher eigentlich auch schon möglich, den unteren Bereich des Bodens hier zu dekorieren? Ich bin mir da gar nicht so sicher. Ich meine, hier so einen kleinen öffentlichen Bereich irgendwie zu basteln, kann ich mir schon ganz nett vorstellen, wo dann alle aus dem Apartment sich theoretisch hinsetzen können. Vielleicht hätten sie in dem Zug es auch so bearbeiten können, dass man diesen Außenbereich, diesen kleinen Balkon hier, hätte dekorieren können. Also hier ist es leider ebenfalls nicht möglich, kleinere Möbelstücke zu platzieren. Eine andere Kleinigkeit, die noch ins Spiel gekommen ist, sind diese neuen Pyjama-Ober- und Unterteile, die auf jeden Fall ganz lustig sind. Die gab es ja bisher nur auf den Konsolen mit EA Play, jetzt auch für alle Spieler. Ich meine, dass man diese Treppen plötzlich platzieren kann, ist natürlich offensichtlich ein Fehler, aber ich finde es schon ein bisschen absurd, dass das den Entwicklern beim Testen nicht aufgefallen ist. Es scheint ja wirklich ein komplizierteres System hinter diesem Fensterbearbeiten zu stecken, sonst wäre ja dieser Seiteneffekt, der jetzt ins Spiel gekommen ist, gar nicht aufgetreten. Aber es ist irgendwie wieder so ein klassischer Fall, was wir bei den Sims leider öfters haben, dass die Entwickler ein neues Feature reinbringen, irgendwie aber nur schlampig oder kurz getestet wurde und dann so ein Fehler ins Spiel gekommen ist. In dem Fall ist es jetzt natürlich witzig. Ich meine, theoretisch ist es damit jetzt auch Storytelling-mäßig möglich, dass wir im oberen Stock dann so eine Art Dachgeschoss irgendwie einrichten oder so. Aber mit dem nächsten Update wird es dann ebenfalls wieder nicht mehr funktionieren. Mit der frisch veröffentlichten zu vermieten Erweiterung habt ihr dann ebenfalls die Möglichkeit, Apartments selber zu bauen. Die bekommt ihr bei Instant Gaming für günstigere 35,45 Euro. Link ist auf jeden Fall in der Beschreibung. Irgendwie fand ich das jetzt so absurd, dass ich euch das gerne kurz zeigen wollte. Zum Glück sind mit dem letzten Update nicht sonderlich viele andere große, riesige Fehler, wie es so in manch anderem Pack der Fall war, irgendwie ins Spiel gekommen. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und dann sieht man sich bei einem der nächsten Videos hier auf simsblog.de wieder.